Hallo, ich bin der Baumentor. Das könnte dich interessieren, denn ich weiß, was die Bäume denken. Heute haben wir ein Thema, und zwar war das eine Anfrage. Ich sollte doch mal die Leistungsfähigkeit dieses tollen Gerätes testen und die Frage war, ob ich damit in der Lage bin, einen ganzen Baum zu fällen. Ich sag mal ja, weil man müsste natürlich definieren, was für ein ganzer Baum. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass solange der Stamm, den ich damit säge, 3/4 von dem Schwert einnimmt, ist das mit dem Ding überhaupt kein Problem. Ne? Aber erzählen können wir viel. Jetzt werden wir gleich erstmal testen, wie die ganze Geschichte sich verhält. Und wir lassen die Zeit mitlaufen, bis der Akku dann aufgibt. Das ist einfach so. Ist ein primitiver Test, ist jetzt kein wissenschaftlich unanfechtbarer Test, aber er ist halt praxisnah. Und das gucken wir mal, wie sich das verhält. Und dann viel Spaß dabei. Also, wir haben jetzt hier einen vollen Akku. Die Jute Husqvarna und jetzt drücken wir auf Start und wie gesagt, der Akku ist erstmal voll und dann gucken wir mal, wie lange der jetzt durchhält. Wir werden hier so eine Stücken klein schneiden und im Gegensatz zum Baumfällen hat es hier die Bewandtnis, er kriegt natürlich mehr Druck. Er wird ständig ins Holz getrieben, das heißt, der Akku müsste schneller eigentlich nachlassen. Und da sind wir mal gespannt, wie lange es dauert und jo, gucken wir mal. Also, wir starten jetzt. Also, kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt hier 20 Minuten und haben ganz gut durchgesägt und ja, es läuft ganz gut. Jetzt haben wir nur noch einen Balken auf den Akku. Das heißt, wir werden jetzt die letzten Minuten, die er jetzt noch schafft, mitlaufen lassen. Mal gucken, wie weit es geht. Also wie gesagt, 20 Minuten und weiter geht's.
Das ist dein erstes Video auf dem Baumentor-Kanal, dann abonniere ihn doch gern. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren, denn hier lernst du Bäume zu verstehen und besser mit ihnen umzugehen. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis zum nächsten Video.